Wenn es 2 Minuten 30 sind, worth it für dein ADHS-Brain. Was genau ist das hier? Digga, ein Trident ist ja wirklich so eine geile Erfindung, wenn du irgendwas mit dem Wasser baust. Hast du einen? Ja, ich hab Jeb getötet. Scheiße! Alter, das war voll laut, Hugo. Trimix haut dir in die Fresse jetzt. Das war so laut. Oh mein Gott. Alter, das hab sogar ich gehört. Das war so laut. Digga, Fabo, ich hau dir in die Fresse! Schon mal eine Dicke gepoppt? Schere. Ja, Mann. Dass du... Guck mal, hast du so weit. Boah, Alter, das war... Alter, hab ich nicht gerettet, what the fuck? Digga, jetzt echt? Mann. Wusstest du, was passiert, wenn du... Hat man Leertaste gedrückt? Ja. Drück mal Rechtsklick? Ja. Also mehrmals Rechtsklick gedrückt? Ja. Und jetzt Q. Hä? Nein! Ostian! Digga, pfeife! Ich finde, du bist mit die interessanteste Person, die ich überhaupt kennengelernt habe. War dann, das ist echt, das tut mir leid eigentlich. Nee, also das war ein Kompliment eher. Ist das Roberts Haus? Das sieht ultra scheiße aus. Wenn ich interessanteste bin, dann erkennst du ja wirklich nur Pfeifen. Oder das ist Axels Haus, dann sieht's auch scheiße aus, aber dann tut's mir leid. Von Phoebe, Bro, das Haus sieht mega Arsch aus dann. Dann ist das Haus mega Arsch. Aber man muss auch sagen, das ist legit das hässlichste Holz, was es in Minecraft gibt. Bro, du baust die Skybase. Yo, 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 chill. Festgetrockneter Schweiß. Yo, what the fuck, Chat. Ich habe das erste Mal hier spielen, Kinderspiel, was ab 6 Jahre freigegeben ist. Hab keinerlei Real-Life-Kontakt zu irgendwelchen anderen Menschen. Ich auch. Es gibt to roll the dice. Give me a clap. Feel the fear in my enemy's eyes. A listen at the crowd would sing. Now the old king is dead. Long live the king. Mach mir dein Ei. Fabo. Fabo, das Licht hat noch gemacht. Up on pillars of soil, the pillars of sand. Drop! I hear Jerusalem on the ringing. Roman cavalry choirs are singing. Digga, wirklich. Drachenlord mit großzügiger Spende. Was ich zum Beispiel auch mitschicken kann und auch werde, das ist ein kompletter Witz, aber mehr habe ich halt nicht. Das sind diese Deckelchen. Na, ihr kennt die, ich kann es euch mal kurz zeigen. Ich hole mal schnell einen Moment. So, da bin ich wieder. Also, was ich gemeint habe, sind diese Deckel hier. Die sind eigentlich ein Witz. Die sind lediglich zum Abdecken von Unterputzdosen. Aber da viele Häuser und vermutlich auch viele Stromkreise kaputt sind und viele solche Abdeckdeckel wahrscheinlich jetzt wieder gebraucht werden, habe ich mir gedacht, wir machen es so, dass ich die einfach mit verschicke. Ich habe so eine ganze Kiste voll und ich habe mehrere solche Kisten und ich würde die einfach nehmen und mit verschicken. Bro, ich habe von denen auch richtig viele gehabt, als ich meinen Postfach noch hatte, Digga. Ich habe so viel Scheiße immer davon bekommen, Bro. Das war so dumm. No joke. What the fuck? Fabo nach der Bewerbung. Digga, was zum Fick ist das, Bro? What the fuck? Also ich weiß nicht, was es ist, aber der Typ, in der Grün vorliest, klingt nach dir. Was? Öffne auf keinen Fall das Paket! Stopp! Hallo! Hallo, warum? Es kam vorhin an. Komme gerade von der Arbeit. Bro, das ist meine Stimme, oder? Wieso soll ich es zulassen? Das ist nicht dein Paket. Es ist für jemand anderen. Bitte mach es nicht auf. Ich glaub, das ist echt. Wieso sollte ich mein Paket nicht aufmachen? Ich hab doch dafür bezahlt. Mach einfach, was ich sage. Du musst es unbedingt morgen zurückschicken. Kollege, komm mal runter. Was ist hier dein Problem? Ich hab die Pakete verwechselt. Das sollte eigentlich an meine Chaya gehen. Lass es zu, sonst scheppert's. So lass ich nicht mit mir reden. Kannst du mir erstmal erklären, warum das Paket so ekelhaft riecht? Das geht dich einen feuchten Furz an. Du wirst es lassen und morgen zurückschicken. Du bist echt respektlos, du Goofy. Ich mache das Paket jetzt auf. Hab immerhin dafür bezahlt. Nein, es tut mir leid, warte.
gib mir... Bruder, also es ist wirklich seit langer Zeit das beschissenste TikTok, was ich gesehen habe, Bro. Holy shit. Das ist wirklich sehr, sehr Arsch, Bro. Das ist wirklich unfassbar Arsch. Was war das hier? Okay. Oh. Wühlmaus, Knopf, Augen, lange Nase. Wer könnte das sein, Mann? Keine Frage. Es ist Marcel Skorpion. Prostitution. Egal, wer ist er? Jetzt hab ich gestern geliked. Was war das hier? Also das fand ich auch funny. I farted. Ja, das checkt ihr nicht. Hab ich sonst noch irgendwas? Das fand ich auch gut. Michael Myers kommt ja in Fortnite vor und ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aus zwei Gründen. Erstens, in welcher Seltenheitsreihe kommt er rein? Wird er episch? Wird er legendär? Und, also es wäre cool, wenn Halloween oder Filmreihe reinkommen würde. Aber das ist jetzt egal. Dann, was hab ich noch? Hoch. Jetzt erst, Digga, dieses Ende, Digga. Mann, Digga, das ist, wie er sich auch freut. Wie er sich freut, wirklich wie so ein 10-Jähriger, Digga. Ey, Mann, fucking Hugo, Bro, wirklich. So scheiße. Digga, das hat 2,8 Millionen Views, Bro. Digga, das hat 2,8 Millionen Views. Crazy, what the fuck. Das kann nicht sein, dass der Armadillo gewonnen hat. Wir starten eine Revolution jetzt alle. Okay. Alter. Das kann nicht sein, Michael hat irgendwas gemacht. Ich glaub das nicht. Und ich will das auch nicht glauben. Mit Bro, das, es geht nur um Minecraft, aber es ist mir irgendwie ein bisschen zu rechts trotzdem. Bro, holy shit, Alter. Das kann nicht sein, dass der Armadillo gewonnen hat. Wir starten eine Revolution jetzt alle. Kennst okay. du den Bang, ja? Das kann nicht sein, Minecraft hat irgendwas gemacht. Ich glaub das nicht. Und ich will das auch nicht glauben! Bro, es gibt mir ein bisschen, es gibt diesen hier, warte mal. Da kommt aber... Und heute sind wir noch größer und am 23. wird es richtig abgehen! Classic, Bro. Nobody make your body wine like me. Wanna boom bang bang with your body, you Digga, ist das scheiße. Ist das Arsch. Ich versuche jetzt so schnell es geht, ein Pringle zu essen. Hä, ist nicht mal Pringle. Prinzenrolle meine ich. 3, 2, 1. Puffu. Digga. Hugo, what the fuck? Ich glaube wirklich, Hugos Gehirn funktioniert anders. Ich kann gerade nicht mehr... Ich kann grad nicht mehr streamen. Deswegen bin ich jetzt hier. Bringt mir ein Ei und schlagt es gegen euren Kopf! Digga, das ist eigentlich. Das ist ein geiles Format eigentlich. Hast du nicht, Hugo? Was hat er genau gemacht? Hat er so immer so Zuschauer gegeneinander antreten lassen? Bro, das ist eigentlich ein cooles Format, das könnte man eigentlich rippen. Das ist stark. So, warte mal, kurz mal Tim schreiben. Jetzt aber, Hugo, let's Hugo! Was für eine Chance! Digga, das habe ich doch gar nicht gesehen. Wie scheiße, wohin, Digga? Digga, wie er da schon wieder fliegt, Bro. Yo, es werden Songs gesucht für die NFL Halftime Show in Frankfurt. Wäre doch mega, wenn du bis zu ihr performen kannst, oder Chat? Oh ja, Contra K und Nico Santos machen die erste deutsche Halftime-Show in Deutschland. I don't fucking know, Bro. Sweet Caroline. Whoa, oh, oh. Was hast du eigentlich mit Football zu tun? Digga, ich spiele in Frankfurt. Du spielst Football. Bei denen. Bitte schauen Sie sich diesen Digga, Clip von gestern an. Ah, ey. Kommentiert mal unbedingt hier rein, was für Songs sollen wir spielen bei der Halftime-Show in Frankfurt. Bro, imagine Halftime-Show und auf einmal kommt er hier. Weißt du so, auf einmal kommt er hier, Bro. Erfolg ist kein Glück, sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen. Leute, mir geht's gar nicht gut. Bro, ich weiß nicht genau, bei welcher Show die sind. Weiß das irgendwer? Sind die am 5. oder am
am 12., Bro. Am 5.? Wir sehen uns in Frankfurt. Let's go. 5. Ich weiß nicht genau. Also einen der beiden Games in Frankfurt, also es ist am 5. und ich glaube am 12. ist jeweils ein Spiel. Und eins davon werde ich vloggen, eins davon werde ich streamen. Ich glaube, das 5., also am 5. werde ich, glaube ich, streamen. Hoffentlich vloggst du den 12. Warum? Ach so. Oh, damit wir das hier live hören können, wenn Contra K und Nico Santos auftreten. Würdet ihr sagen, Pascal freut sich extrem darauf? Ich glaube, Pascal freut sich unfassbar krank darauf. Holy shit, what the fuck. Der ist mega pumped. Digga, bitte schau dir das an, ohne es in einer anderen Welt. Oh man, that's right. Oder warum siehst du oh man, I don't have a plate. So I have to put it on top of my fucking jar. Warte mal. That is dry as fuck. I don't have a plate. I'm eating pre-cooked chicken and I'm opening a $50 case. Where did it go wrong? Gold, 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 lieber! Das Ende, Bro. Ey, no joke, ohne so eine Clip-Machine, Bro. Holy shit. Er weiß ganz genau in dem Moment, wo er so Sachen sagt, dass es ein Clip wird, Bro. Fucking genial, der Mann. Genial. Bitte schauen Sie sich diesen Clip von gestern an. Der hat gesagt, dass du eine ranzige Alte bist. Revi vs. Mama Excel, oh mein Gott. So ein Baby, die auch mal Jungs unterstützen, Chef. Das hab ich nicht mal gesagt, Digga. Ich hab sogar was anderes gesagt. Ich war dabei, er hat das gesagt. Ja, aber der hat meine Oma besucht, oder? Mann, ich hab nichts gegen deine Mutter gesagt. Bro, was soll das? Hallo? Genau, du siehst uns mit deinen wundervollen grauen Haaren. Bist du neu hier? Vielleicht zauberst du uns gemeinsam in dein Bett. Bro, what the fuck? So TikTok plus Basti, perfekt. Du bist im Club, aber Basti streamt, wie er sein dumm großes Loch buddelt. Oh mein fucking Gott. Oh mein fucking Gott, Bro, ist das scheiße. Holy shit. Alright, wir kommen zum heutigen TikTok von Kylo. Ladies and gentlemen, trauriges Clap in Chat. Journey is usually the part that you remember anyways. Bro, dieses Miley Cyrus Meme fand ich so stark, Bro, als das rauskam. Journey is usually the part that you remember anyways. The journey is usually the part that you remember anyways. Wie Kevin mit GoPro denkt, dass er aussieht, versus wie Kevin für uns aussieht. Wenn Kevin denkt, wie er aussieht. Okay. Wie er für uns aussieht. Oh, ist das ein Ausschnitt aus Seven vs. Wild? das ist, die haben Hosen an und das ist Wrestling. Das sind hier zwei Leute, die sind am Wrestlen. Das ist alles auf professioneller Ebene und es ist ein sportlicher Wettbewerb. Alright. Also ich weiß ja nicht, was hier abgeht, aber der eine ist einfach eine Hexe. Ein paar Uwus und die anderen beiden haben sich einfach mal verkleidet und geschminkt als Vampire und hören laut Musik. Und der Ogre hier, Trimax, gut, aber keine Ahnung, was da jetzt passiert ist. Also ich weiß ja nicht, was hier abgeht. Meister Proper Pro. Mann, Leute, what the fuck?